Hallo, in diesem Video zeige ich dir, wie du die BitLocker-Festplattenverschlüsselung aktivieren kannst. BitLocker ermöglicht es, deine Festplatte zu verschlüsseln und quasi mit einem Passwort vor dem Bootvorgang zu versehen. Das heißt, es kann auch niemand mit einer Linux-Live-CD oder wenn er die Festplatte in einen anderen Rechner einbaut, auf deine Daten Zugriff haben. Um das Ganze zu aktivieren, brauche ich entweder einen USB-Stick oder verschiedene andere Medien, wo ich den Schlüssel sozusagen vom BitLocker speichern kann. Und um das zu umgehen, gehe ich in gpedit.msc in den Gruppenrichtlinien-Editor für den aktuellen Rechner, administrative Vorlagen, Windows-Komponenten, BitLocker-Laufwerksverschlüsselung. Unter BitLocker Laufwerksverschlüsselung gehe ich auf Betriebssystemlaufwerke und sage zusätzliche Authentifizierung beim Start anfordern und aktiviere die Richtlinie. Damit ermögliche ich es sozusagen ohne einen speziellen Sicherheitschip, den sogenannten Trusted Platform Module, TPM, beim Hochfahren des Rechners BitLocker nutzen zu können, ohne dass dieser TPM-Chip am Mainboard fest eingebaut ist. Das ist quasi ein Hardware-Bestandteil. Weiters ermögliche ich das Ganze ohne USB-Stick und sonstige Utensilien zu nutzen. So, das Ganze ist nun aktiviert und jetzt kann ich einfach nach BitLocker suchen, BitLocker verwalten, BitLocker für C aktivieren und jetzt kann ich das Passwort auf einem USB-Stick speichern. Das heißt, ich muss diesen USB-Stick haben, um den Rechner überhaupt hochfahren zu können mit Windows. Wenn ich den Stick verliere, ist das natürlich dezent blöd, weil dann kann ich die Maschine nicht mehr hochfahren. Die andere Variante ist einfach ein Kennwort zu vergeben. Und ich schreibe da jetzt zum Beispiel mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rein, zweimal, und wir werden sehen, dass das vielleicht nicht funktioniert, weil das Kennwort zu einfach ist. Es kann vorkommen, dass ein Kennwort zu einfach ist, dann muss man entsprechend Zahlen, Buchstaben, Sonderzeichen eingeben und ich glaube, es braucht 8 Zeichen mindestens oder mehr. So, Wiederherstellungsschlüssel kann ich jetzt drucken. Ich drucke das jetzt nur mal auf einen virtuellen Drucker, weil ich das Ganze später nicht mehr brauche. Der ermöglicht den Zugriff auf die Daten, wenn man den Stick verliert. Ja, lassen wir das einmal weiter. Und jetzt mache ich einen Neustart. Und jetzt fragt er mich beim nächsten Hochfahren nach dem Passwort. Ich gebe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ein. Und jetzt fährt der Rechner hoch. Es ist sozusagen vor der Windows-Anmeldung. Jetzt kann ich mich einloggen. Und jetzt erst wird die Festplatte quasi wirklich verschlüsselt. Jetzt kommt hier unten rechts ein kleines Symbol, wo dann der Fortschrittsbalken zeigt, wie weit die Verschlüsselung der Festplatte ist. Solange wie das Ganze läuft, muss man den Rechner logischerweise laufen lassen. Abschließend sagt der Rechner, Verschlüsselung erfolgreich abgeschlossen und ab sofort kann niemand, der den Rechner klaut oder die Festplatte ausbaut, an die Daten kommen. Auch nicht unter Linux. Jetzt sehen wir hier nun ein Symbol. Ich blende nun mal alle ein. Und diese Laufwerksverschlüsselung muss man einfach abwarten. Dazwischen kann man auch andere Dinge mit dem Rechner machen. Man sollte nicht neu starten, falls doch, würde er sich normalerweise entsprechend hier wieder fortsetzen. Das kann je nach Größe der Festplatte dauern. Je mehr Daten auf der Platte gespeichert sind, desto länger dauert dieser Prozess. Es werden nur die vorhandenen Datensektoren, wo quasi auf der Festplatte Daten drinstehen, werden verschlüsselt.
alles, was quasi unbeschrieben ist, freier Speicher, was wir in der Datenträgerverwaltung sehen können, freier Speicher wird nicht verschlüsselt. Also hier, ich habe eine fast 2 Terabyte Platte eingebaut. Es werden jetzt 10 GB verschlüsselt. Der Rest wird noch nicht angerührt, sondern erst verschlüsselt, wenn man die Daten auf Windows schreibt. Verschlüsselung von C ist abgeschlossen und ab sofort kann ich, wenn ich den Rechner neu starte, ein Passwort eingeben. Ich gebe jetzt einmal irgendetwas ein. Das Ganze wird nicht hochfahren. Ich muss 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eingeben. Erst dann wird der Rechner hochfahren. Das war's eigentlich schon. Ich kann auf der Kommandozeile mir diverse technische Detailinfos zu BitLocker anschauen, wenn ich das möchte. Hierzu gibt es den Befehl Manage BitLocker Drive Encryption und kann mir beispielsweise den Status der Festplatte anzeigen lassen und schauen, welche Version hat das Ganze, wie viel ist verschlüsselt, welcher Standard ist der Schutz aktiv und andere Dinge. Ich kann natürlich auch mit Unlock und Lock das Ganze noch auch eben entschlüsseln und verschlüsseln. Das war's.